Moin Leute, hier ist wieder der Super Pro bei Let's Play Battlefield 3. Ja, wir spielen hier wieder, ich glaube Conquest ist es dann doch, ja, es ist Conquest auf der Map Operation Firestorm. Ich nehme mal eine andere Waffe mit, die hier, die andere, die war mir echt ein bisschen strange. Mal gucken, was ich so noch dabei habe, das ACOG, wow, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt ja wirklich mit dem Pionier viel gemacht, oder Maurice hat viel damit hochgelevelt. Ich gehe mal bitte in das Squad da rein, da, vielleicht da. Dann sind wir wenigstens zu zweit, da er erst tot, das war mir klar. Was soll er denn auch sonst sein, außer tot? Und der Mensch nimmt natürlich niemanden sonst mit. Darf ich ihn mal bitte. Ach, du bist so schlau. Naja, gut. Dann schnorche ich mir halt den Tank, denn Maurice alias Honix hat mir gesagt, er hätte so viele Tank-Spezialisierungen freigeschaltet. Aber ich bin gar nicht so der Tanker, denn das Tanken hier, das ist einfach nur so übelst komplex mit den ganzen komischen Freischaltmöglichkeiten, Dingsbums, Gedöns. Naja, komm, damit treffe ich sowieso nichts. Kann ich da? Ja, ich kann da. Oh, komm, bitte. Na, super. Also nicht. Ja, gut, sehr gut. Und jetzt gucke ich mal. Mit dem Tank bin ich halt ein bisschen schneller als mit der Infantry Only. Ja, 38 km/h. Also, Dinger können, wenn sie wollen, doch schon ganz schön abgehen. Treffen werde ich sowieso auf die Distanz nichts, aber man kann ja alles mal ausprobiert haben. Ich fahre mit meinem Teamkumpan hinterher hier zu A. Was ja wahrscheinlich gerade von uns eingenommen wird. Ich stelle mich mal mit dem Tank hier in die Nähe. Okay, die Frage ist, wo fährt der hin? Der will mich wahrscheinlich irgendwie von hinten wegrapen. Oder er kommt direkt hier in mein Gebiet rein. Das wäre ja auch nicht so schlecht. Ich bleibe einfach mal hier stehen. Oder? Soll ich mal ein bisschen vor? Nö. Ich parke hier mal ganz fein säuberlich falsch. Egal. Mal einigermaßen ein. Gucke mal, wo denn hier die anderen, meine Tanker-Freunde so sind. Da ist ein Jet über mir. Wenn ich denn dann schon mal im Tank sitze, darf ich ihn ja dann auch nutzen. Also, naja, können, das ist ja wieder was anderes. Aber hier, das ist, scheint mir ein relativ verlorener Posten. Oh mein Gott. Steht der denn? Oh, das ist nicht gut. Und ich habe natürlich nur dieses Ding auch, oh, ja. Da ich sowieso keine Helis und Jets erwischen werde mit den Dingen, bleibe ich am besten einfach mal bei dem normalen Raketenwerfer. Ach, war das doof. Ach, war das doof. Ne, Jet, das können wir sowieso knicken. Und hier steht ja der nette Tanker. Oh, weg, 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 weg. Ja, ich treffe nichts, das ist auch nicht schlecht. Ja, getroffen. Ha. Das muss jetzt mal sein. Hilfe bei Fahrzeug zerstören hat auch einen gewissen Vorteil. Haha, schön. Aber sowas toleriere ich eher weniger, wenn mich Leute dann so von hinten spontan angreifen und dann auch noch nicht treffen. Das ist ja wirklich Schande. Ah, mein Kollege kommt, ich habe die Flagge erobert. Naja, einen Schuss haben wir noch.
Na gut, okay. 1 zu 1, so, puh, der Server ist ja schon relativ leer, deshalb sollte ich den, glaube ich, auch jetzt mal bald wechseln nach der Runde. So. Why so ans? Was auch immer das heißen mag. Aha! Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ich weiß nicht genau, wo dieser Typ. Ah, da hängt. Tank? Na gut. Ah, der stand da. Mal gucken, jetzt muss ich mal gerade schauen, was ich mit dem Tank so ausrüsten kann, denn das weiß ich noch nicht. Ah, Land. Kampfpanzer anpassen. Wartung. Warte mal, wie war das? Verbessern die Fähigkeit, sich nach Schäden zu regenerieren, ist gut. Zoom-Optik, weiß ich nicht. Ja, ich nehme mal Zoom-Optik. Koaxiales LMG, schweres LMG, SMG, ja, das ist gut. Nehmen wir mal mit. Werden wir sehen, wie gut die ganzen. Oh, ich kann natürlich nicht bei dem spawnen. Nervig. Ja, lass mir mal mitfahren, mein Kleiner. Das ist sehr gut. Ja, okay. Dann hoffe ich mal, dass ich hier hiermit wenigstens ein bisschen rapen kann. Ich weiß nicht, ich mag den Begriff irgendwie. Base rapen, Spawn rapen. Und er fährt hier ganz behutsam weit, 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 weit außen rum. Oh ne, sag mir jetzt nicht, du bleibst. Oh, du bist ja sowas von blöd. Treffe ich sowieso nicht. Aber es ist ja immerhin ein Versuch wert und meine Bildrate stottert ja gerade sicher ab. Ist ja nicht so erfreulich. Komm, den treffe ich aber doch jetzt, oder? Ja, immer noch nicht. Na, dann lassen wir das, weil so viel Muni habe ich ja dann auch wieder nicht. Es scheint mir so, als ob wir jetzt im Moment jede Runde verlieren. Ja, den hat's erwischt. Ja gut, also wenn wir wieder zu A und zwar. Oh, was ist das für eine Waffe? Das ist ja Hardcore. Aber ist auch nicht so meins. Ich weiß nicht, gibt es denn die M9 noch? Ich werd mir die dann nämlich mitnehmen. Denn das hier ist jetzt nicht so meins. Okay, das ist auf jeden Fall meins. Mein Freund, das. Ah, Service da. Jetzt müsste ich aber dann auch bald das Dingsbums freigeschaltet haben. Und das heißt nicht freigeschalten. Das habe ich mir nämlich jetzt mal. Ja, genau. Ach, da. Jetzt habe ich das Infrarotscope. Das ist richtig gut. Mal gucken, wie das damit läuft. Denn jetzt habe ich mit fast allen Klassen schon einen Infrarotscope mal freigeschaltet. Aber ich mache es jetzt erstmal nicht. Ich mache jetzt erstmal auf gutes Glück und gute Sicht. Vor allem hört sich das hier nach einem feindlichen Tank an. Was auch auf jeden Fall einer ist. Fahrzeug kampfunfähig gemacht ist gut. Ja, man muss ja nicht rausgehen, wenn man das sein Fahrzeug nicht mehr benutzen kann. Was ist das für eine Waffe? Ist ja hart. Uiuiui. Aber ich sollte mal meine Primärwaffe. Oh, die habe ich. Ach so, ich habe die gar nicht benutzt, auch wenn sie. Ah, hi. So. Hä? Der stand doch da hinten dran. Naja, deine. Wenn er das so will, dann will er das so. Und ich würde ja gern mal das andere ausrüsten, denn mir ist es auf jeden Fall zu wenig. Sprengen. Mit mehr Sprengraketenmunition, ja, das ist wichtig, denn ich bratze im Moment übelst auf
diese ganzen Tanker-Menschen da drauf. So, and the question ist, ob wir die Drohne jetzt hier kriegen. Naja, dann wohl eher nicht. Aber ich würde sagen, A ist auf jeden Fall näher. Deshalb werde ich mich auch da mal hinbegeben. Aber vollkommen übers offene Feld, so muss man das machen. Und, ja, ich frage mich, ist das Team denn so schlecht oder soll das so sein? Oder hat die eine Seite hier wirklich einen Vorteil? Das würde ich ja echt gern mal, zu gern mal wissen. Und was ich auch... Was ich auch zu gern mal wissen würde, ist, ob und wo hier sich noch andere Gegner befinden. Naja, ja, da werden wohl noch welche sein. Den einnehmen kann ich im Moment nicht. Oh, warum ruckelt es denn dann immer, wenn ich es gerade nicht brauche? Herrgott nochmal. Naja. Ich bleibe mal bei dem. Ich nehme mal das Infrarotscope mit. Also so wollte ich das eigentlich sagen. Infrarot. Beitreten. Bei den Büros. Ist ja dann wohl die einzige Möglichkeit, die ich habe. Ja, und es ist wirklich ab und zu ein bisschen laggy. At the moment. Und wieder zu A. Rushen. Mit einem unheimlichen Tempo. Schön wäre ja auch ein Infrarotscope. Ein Infrarotscope auf dem, oder beziehungsweise die Lenkraketen an so eine Art Aufsatz fürs normale RPG. Hätte ja was. Oh Leute, muss das denn sein, dass ich nicht durch so ein scheiß Fenster durchkomme? Also, ich frage mich echt, was ist denn das? Und der befährt mich, oder? Ich weiß es nicht, was es war. Ah, nervig. Naja, die Büros werden es dann wohl doch sein, mein Ziel, was ich hier ansteuern muss. So, wo haben wir denn den Buggy, diesen miesen Typen? Ah, da. Da haben wir noch einen. Oh mein Gott, das war natürlich böse. Aber das war die einzige Waffe, die ich noch nachgeladen hatte. So, da an den Containern sieht es mir nach feindünn aus. Und die Frage ist aber denn dann nur... Wäre exakt Lizenz sind sie denn? Scheint mir also... Oh, da. Gut. 8 zu 7. Ich hoffe, ich bleibe positiv. Aber von viel Teamplay kann man sowieso im Moment nicht reden, da... Wo? Da ich ja sowieso mit niemandem im Moment im Skype bin oder... mich mit niemandem groß oder überhaupt verständige, wenn dann so zwischenmenschliche Kommunikationsmöglichkeiten, so wie, ja, schieß mal dahin und so. Aber mehr ist dann nicht und ich verirre mich gerade hier. Und mein Part ist auch schon wieder rum. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Ach, da muss ich hin. Das habe ich gerade vollkommen verpeilt. So, deftig schon mal dort durch. Und bei A werden sie alle campen. Ich werde noch einen Kill machen oder einen Tod. Oder einmal Toten. Was wahrscheinlicher ist, dürft ihr ja gerne raten. Wie komme ich denn da hoch? Da. Okay. BZW, ich werde einfach nur noch einen... Tod! 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 Und Verderben! Uiuiui. Naja, gut. Aber trotz Lag wieder... Keine Ahnung, wo der immer herkommt, dieser Lag. Habe ich ihn dann doch noch geholt. Aber ich mag die Map nicht. Das ist so schlimm.
Und wir sind, naja, 15, wir sind 30 Mann auf dem Server. Ich denke, ich gehe mal auf einen etwas volleren Server und sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht war es ja ganz interessant für euch. Und ja, bis denne.